mal sehen, wie schnell du die Flugeinheiten im Fernangriff besiegst. Hey, noch mehr gute Neuigkeiten. Unsere Bomber und Jäger sind endlich zum Abflug bereit. Jeweils 3 Einheiten. Sie stehen nur in dieser Mission zur Verfügung, aber offensichtlich wurden Olafs Truppen an der fernen Küste gesichtet. Stelle sie und mache sie mit einem gewaltigen Hieb im Erdboden gleich. Und los! Mission 10. Luftkampf. Wir sind gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Unsere Truppen sind in Stellung, bevor Olaf an Land kommen konnte. Wir müssen nur noch angreifen. Es ist immer klug, Daten zu prüfen. Du weißt noch, welche Einheiten auf wen das Feuer öffnen kann? Falls nicht, überprüfe die Einheiten. Zieh den Cursor auf eine Einheit und drücke dann die R-Taste, um Info über sie zu erhalten. Alles klar? Okay, viel Glück. So, das ist eine dieser Missionen, die ich wirklich mag. Zuallererst müssen die Jäger weg, weil das hier wird ein ziemlicher Luftkampf. Ich kann es nicht ausstehen, wenn im Luftkampf meine Lufteinheiten abgeschossen werden. Das ist eigentlich vollkommen egal, was man da schießt. Das nächste. Ja, wie gesagt, die Jäger müssen weg. Die Jäger sind ebenfalls 55% Matchups, allerdings da sie nie Deckung haben, laufen die meistens auf 8 zu 4 oder 8 zu 5 raus. So. Die Missiles müssen hier weg auf jeden Fall. Der hat in der nächsten Runde wieder 4 HP, allerdings kann ich ihm einen Decoy stellen. Allerdings muss ich schauen, dass ich dabei. Gut. Stellen den Transporter da rein, dann wird er den angreifen. Ich wollte den hier. So, jetzt ziehen wir hier mal auch die richtigen 25% Schaden, die das Ding normal macht. Kampfhilis können es locker mit Kampfpanzern aufnehmen. Die Bomber, ja, wissen wir ja schon, was die mit Kampfpanzern machen. Kampfpanzer können es allerdings mit einem Papier überleben, wenn sie ein bisschen Glück haben. So, und du greifst noch hier an, damit das Ding auch mal aus dem Weg ist. So, und dich bringen wir noch in Stellung und du. Ja, du kriegst den Bomber da unten. Nicht, dass mir der noch irgendwas kaputt macht. So, zum Lufteinheiten abschießen hat er jetzt nur noch seine Missile. Oh, okay, und die K-Helis. Wobei, da könnte man jetzt direkt einen runterschießen, wie ich gerade. Irgendwas, jetzt habe ich vergessen, das habe ich verpasst. Ich glaube, er meinte irgendwas von, er hat seine Landetruppen gesichtet. Wir haben keine andere Wahl. Die übrigen Einheiten müssen genügen. Ja. Mission Success. Richtig predicted. Okay, er schießt keinen meiner Kopter ab, er beschädigt nur beide. Das ist gut. Dann habe ich zumindest keine Verluste. So. Als nächstes schieße ich diesen Bomber hier ab. So, was hat er denn jetzt noch? Er hat jetzt noch einen Bomber und ein paar Helis. Ja,
reicht natürlich nicht aus. Naja. Trotzdem, der hier muss auf jeden Fall ein Baby erledigen. Moment, musst du da hinten oben? Ja, musst du. Das heißt, mit dem schiebe ich den hier ab. Und dann kommt noch der hier von oben. Dann haben wir den Kopf da auch erledigt. Dann schießt du den Bomber hier noch ab. Nicht, dass der noch Unflug macht. Und was haben wir denn jetzt noch? Macht den Kopter auf die hier, das reicht nicht, wenn die beide zusammen machen. Allerdings reicht es, wenn die beiden zusammen die Missile Launcher abschießen, den ich auch jetzt abschießen sollte. Von der Seite mit 22% sollte das, wenn ich zweimal angreife, locker reichen. Und dann wäre die Missile auch Geschichte. So, ich habe jetzt sogar noch einen Bomber übrig. Kann ich jetzt gerade nichts machen, aber egal, in der nächsten Runde haben wir das sowieso gewonnen. Es stehen eh nur noch 2 T-Helis. Und der macht auch schon nicht mal mehr Anstalten, die irgendwie aus der Reichweite von den Missiles rauszubewegen. Und dann war's das auch schon. Ich liebe Jäger und Bomber. Was? In nur 3 Tagen hast du die Mission beendet? Unglaublich! Beeindruckend, wie schnell du deine Fähigkeiten ausgebaut hast. Mach weiter so. Ah, wie konnten meine Landeeinheiten geschlagen werden? Jetzt habe ich ein Problem, aber warte bis zum nächsten Mal. Das sagt er irgendwie immer. Klasse Leistung, Kilian. Er sagt irgendwie immer, warte bis zum nächsten Mal oder irgendwie leicht abgewandelt davon. Der sollte sich mal neue Sprüche anfangen lassen. Stürmische Wellen. Ach, das mag ich nicht so gern, weil ich keine Wasserkämpfe mag, aber mal sehen. Diesmal steht dir eine schwere Mission bevor. 2 Einheiten brauchen dringend Hilfe oder sie werden zerstört. Es handelt sich dabei um ein Tierhili, von dem ich in die Rede war, und eine Landeeinheit. Letztere ist dir noch nicht bekannt. Beschütze diese Einheiten und sichere das Land an der Küste. So lasse dein Auftrag in dieser Mission klären. Dieses Mal konnte ich leider keine Bomber und Jäger beschaffen. Aber andere Einheiten, die uns sicher zum Sieg verhelfen werden. Bei unserem Eintreffen gebe ich dir eine Auskunft über diese Einheiten. Verlieren wir keine Zeit. Mission 11. Stürmische Wellen. Tank 1. Schütze dein Transport-Heli. Leichter gesagt als getan, was? Er scheint fast verloren. Dieser Kreuzer schadet Flugeinheiten sehr und ist sehr nah. Lässt du den Heli hier, wird er sofort zerstört. Beeil dich und hol ihn da raus. Kannst du ihn bitte anwählen? Auf den ersten Blick scheint er sich nirgends zurückziehen zu können. Doch es gibt einen Weg, ihn zu retten. Zieh ihn hierhin. Nimm ihn als Fracht auf. Jetzt kann der Transport-Heli nicht mehr angegriffen werden. So ist es. Kreuzer können Transport-Helis aufnehmen. Solange der Kreuzer noch intakt ist, bleibt auch seine Fracht unversehrt. Kreuzer können auch Kampfhelis als Fracht laden. Sie können 2 Einheiten auf einmal laden. Die aufgenommenen Einheiten halten dabei Benzin und Munition. Du hast doch einen Kampfheli, du solltest ihn auch mal einsetzen. Testen wir nun die Feuerkraft des Kreuzers. Wähle ihn an. Kreuzer greifen Einheiten direkt an. Ihre Ziele können mich überraschen. Sie können das Feuer nur auf Flugeinheiten und U-Boote eröffnen. Im Augenblick kannst du nur das Feuer auf dieses U-Boot eröffnen. Greife an. One-Hit. Kreuzer fügen U-Booten äußerst großen Schaden zu. Auch Flugeinheiten fügen sie sehr großen Schaden zu, wie bereits erwähnt.
Da sie nur für bestimmte Einheiten zielen, sind sie begrenzt einsetzbar. Kennst du erst die Feinheiten, wirst du jedoch froh sein, sie zu haben. Diese Feinheiten sollten wir uns langsam zu Gemüte führen. Drücke die R-Taste, wenn du wissen willst, worauf sie zielen können. Die allwissende R-Taste. Solange du sie nicht vergisst, hast du immer alle Infos parat. Diese Erklärung hat länger gedauert, als ich dachte. Nun besprechen wir die Funktion der nächsten Einheit. Kommen wir zum Schlachtschiff. Kannst du bitte diese Einheit anwählen? Schlachtschiffe greifen aus der Ferne an, also bewege sie nicht. Öffne das Befehlsmenü. Wähle nun den Feuerbefehl. Und ganz schön große Reichweite. Hast du die große Angriffsreichweite bemerkt? Richtig, Schlachtschiffe haben eine Reichweite von 2 bis 6 Feldern. Raketenwerfer haben eine Reichweite von 3 bis 5 Feldern. Der Unterschied scheint kleiner, aber ist in Wirklichkeit von großer Tragweite. Du wirst verstehen, wenn du die Schiffe öfter einsetzt. Ach, wenn sie nicht die teuersten Einheiten im Spiel wären. So viel zu Schlachtschiffen. Nun zu den U-Booten. Bitte wähle dieses aus. U-Boote greifen den Gegner direkt an. Sie eröffnen das Feuer nur auf Einheiten zur See. Ich denke, diese Einheit sollte reichen. Feuer. Ja. Und da haben wir das Seedreieck. Wie du siehst, richten U-Boote großen Schaden an. U-Boote haben noch verschiedene andere Funktionen, aber noch dazu noch später. Du hast viele neue Einheiten gesehen, hier nun die letzte, das Landeboot. Du kennst CTPs und Transportilis, nicht wahr? Landebooten haben im Grunde ähnliche Funktionen. Auch sie können nicht angreifen. So fehlen wir diese mal aus. Wähle erst diese Infanterieeinheit. Was ich gerade noch sagen wollte, das Seedreieck. Wir haben U-Boote, wir haben Schlachtenschiffe und wir haben Kreuzer. Wir haben es gerade mehr oder weniger gesehen. Also bis auf eine Sache. U-Boote schlagen Schlachtschiffe. Schlachtschiffe schlagen im Normalfall die Kreuzer. Die Kreuzer schlagen U-Boote. Das ist also so eine schöne Dreiecksbeziehung. Werden wir später noch näher sehen. Also, wir müssen jetzt diese Infanterieabteilung nehmen. Nimm diese Einheit als Fracht im Landeboot auf. Du hast die Fracht aufgenommen. Landeboote und Helis sind also im Grunde dasselbe. Das könnte man auch glauben, oder? Ach, da gibt es einen Unterschied. Ein Landeboot kann zwei Einheiten auf einmal aufnehmen. Landeboote laden Bodentruppen. Kreuzer laden Helikopter. Sag ich auch bereits nicht? Ja. Nehmen wir nun einen Kampfpanzer als Fracht. Und ja, das ist die erste Einheit, die sogar Nicht-Infanterieeinheiten als Fracht nehmen kann. Na, was sagst du dazu? Ziemlich brauchbar, oder? Doch auf eine Sache musst du achten. Fracht kann ein Landeboot nur am flachen Strand aufnehmen. Auch an einem Hafen kann beladen werden, aber hier gibt es keinen. Achte darauf, denn Fracht kann eben nicht überall aufgenommen werden. Nun entladen wir die Truppen wieder. Zieh es hierher. Ja, ein Strand ist auch eine neues Geländesorte. Haben wir, glaube ich, zwar irgendwo schon mal gesehen, aber war mehr oder weniger beiläufig auf der Map versteckt. Ja, Strände haben generell eine Deckung von 0 und sind immer annähernd an einem See. Waren der See. Das ist ja mehr oder weniger das Meer. So. Lernen und Fracht aufnehmen haben dieselben Voraussetzungen. Lernen kann man nur im Hafen oder am flachen Strand. So. Die Infanterie kannst du hier und dort entladen. Einen Moment noch. Ein Kampfpanzer befindet sich doch auch auf dem Boot, richtig? Kampfpanzer können nicht auf Berg fahren, nicht wahr? Kampfpanzer können nicht im Gebirge entladen werden. Sollst du beide Einheiten gleichzeitig lernen, solltest du überlegen. Wo willst du lernen? Entlädst du die Infanterie hier? Okay, lade nun die andere Einheit aus. Achte darauf, dass ein Hafen oder ein Strand zur Verfügung steht, wenn du Fracht aufnehmen möchtest oder den Transporter wieder lernen willst. Merke dir das, wenn du Landeboote verwendest. Hast du alles verstanden? Oh, da ist noch etwas zu Einheiten und zu See allgemein zu sagen. Sie brauchen wie Flugeinheiten täglich Benzin. Schlachtschiffe, U-Boote, Kreuzer und Landebooten brauchen eine Benzineinheit pro Tag. Ist das Benzin aufgebraucht, sinken sie und die Einheiten sind verloren. Versorge sie mit Muni und Benzin mit Hilfe eines TTP oder wähle Ration. Alle Einheiten werden so versorgt. TP können nur im Hafen aufgefrischt werden. Leider gibt es hier in der Nähe keinen Hafen. Verfahre mit den restlichen Einheiten, wie du es für richtig hältst. Bist du fertig? Wähle Ende. Boah, viel zum Labern haben wir hier. Erstmal Transportili bereit machen. So, den Raketenwerfer stelle ich hier hin, damit der schön ans gegnerische Ufer ballern kann.
Artillerie ist da auch begrenzt noch einsetzbar, oder? Nicht mehr so stark. Gut. Und viel mehr können wir hier nicht machen. Uns steht also eine kleine Seeschlacht bevor, das. Wenn nämlich meine Luftwaffe geschlagen hätte, wäre das alles einfacher. Aber sie können keinen Gebrauch von den meisten ihrer Truppen machen, so gleicht sich das alles wieder aus. Angriff! Du bist am Zug. Lass mich noch eines zu den U-Booten sagen. Kannst du sie bitte eines auswählen? Selbst wenn ein U-Boot in der Reichweite einer gegnerischen Waffen ist, kann ein Angriff vermieden werden. Ich zeige es dir. Drücke bitte den A-Knopf und öffne das Menü. Wähle bitte Tauchen. So ist es richtig. Wenn ein U-Boot taucht, können nur Kreuzer und andere U-Boote angreifen. Und U-Boote auf Tauchfahrt können auch angreifen. Sehr nützlich. Doch an eines muss ich dich erinnern. Das Benzin. Ein U-Boot auf Tauchfahrt verbraucht täglich 5 Benzineinheiten. Enorm viel für eine Tagesration. Ohne Benzin sinkt das Boot und ist verloren. Achte also auf das Benzin. Ich überlasse dir den Rest. Viel Glück. Ja, bei 5 Benzin pro Tag ist das schon ein bisschen heftiger. Wie macht man das jetzt am dünnsten? Ja, kommen wir am besten erstmal so drauf. Hat auch überlebt. Gut. Ist aber nicht weiter schlimm. Einfach auf diesen hier mit dem Raketenwerfer und den anderen verschrotten wir mit unserem Kahili. Oh, da sind 3 Kampfpanzer aufgestellt, aber die werden kein allzu großes Problem sein. Okay. Da ist alles abgedeckt. Dann schauen wir mal. Tag 2. Und der Spaller auf meinen APC. Ich hätte fast denken können. Erledigen wir erstmal mit dem schlachtschiffigen Kreuzer. Wird auch fast immer ein One-Hit sein. So, jetzt ist für den Tehili keine große Gefahr mehr. Jetzt erledigen wir noch das Ding hier. Damit das keinen Ärger mehr macht. Auf der See ist übrigens fast immer, also auf der See ist immer Deckung 0. Nur auf einem Riff hat man eine Deckung von 1. Ist nicht sonderlich stark, aber es ist besser als nichts. Raketenwerfer machen Infanterieeinheiten schon so gut wie fertig. Also eigentlich machen sie sich fertig, wenn sie keine Deckung haben. So, den Kopter stelle ich hier her, damit der angegriffen werden kann. Ein bisschen Verstärkung. Ist fast klar. Oh, Moment, ich muss niesen. So, gehen wir. Dann hier hin. Und so, dann sind wir hier auch schon fertig. Hier wartet, greift er meinen Heli an. Aber jetzt kann ich schön zurückschießen. Zum einen von hier hinten. Dann erledige ich erstmal in der Zwischenzeit das Landeboot hier. Dann schwächen wir den Kampfpanzer da hinten auch noch an.
und nun zum Gnadenstoß mit diesem Kampfpanzer. Als nächstes erledigen wir noch diesen Kampfpanzer, das mit einem Kampfpanzer. Und ja, dann sind wir auch schon wieder fast fertig hier. Es sind dann wieder nur noch die Aufräumarbeiten. Dem Jagdpanzer locke ich nachher noch den Kampfpanzer an. Damit wären wir auch schon wieder fertig. Oh, fällt nicht mal drauf rein. Dann müssen wir halt so weitermachen. Dann nehme ich diesen Kampfpanzer hier mal ein bisschen in den Mangel. Auch wenn er auf der Stadt steht, gegen den Kampfpanzer und den KHB kann er nicht allzu viel machen. Vor allem, wenn ich ihm noch eine Arztschlag in die Reichweite stelle. Hätte ich eigentlich schon länger mal machen können, aber gut. War jetzt nicht wirklich notwendig bis jetzt. Und er schießt zurück. Aber gut, der Kampfpanzer ist keine Bedrohung mehr. Und da ist er auch schon weg. Nächste Runde kann ich dann schön das Landeboot abschießen. Wenn es noch überlebt hätte, hätte ich mit dem Kahi noch laufen können. Wurfeinheiten können natürlich auch auf Seeeinheiten schießen, also es ist nur nicht immer unbedingt das Beste, mit einem Heli einen Kreuzer anzugreifen. Naja, werden wir später noch sehen. Diese Ort war wichtig für Olafs Angriff auf Orange Star. Dank dir konnten wir seinen Angriff abwehren. Vielen Dank. Mach weiter so. Nie hätte ich gedacht, dass sie so weit kommen würden. Mist. Aber wir sehen uns wieder. Es war eine echte Herausforderung für ihn. Du hast sie gemeistert. Und die Herausforderung war es jetzt eigentlich nicht. Bestehende Daten. Überschreiben.